in diesen vier Sätzen geht es jetzt nicht um vielleicht, wie man sich vorstellen könnte bei Constellations, um irgendwelche Sternbilder oder Weltraummusik, sondern es geht um kurze Beschreibungen von Zuständen, die aber durch die Ähnlichkeit des Materials ganz interessant variiert werden. Ursula Mamlock hat das beschrieben, sie möchte gerne darstellen, wie ein Baum zum Beispiel, wenn man den Baum anschaut, dann denkt man, die Blätter, die schauen alle gleich aus. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, wie die Blätter, jedes einzelne ganz unterschiedlich ist. Und es ist ein sehr schönes Bild. Sie hat tolle Orchesterfarben gefunden, ganz zarte auch, innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum, plötzlich eine ganz einsame Klarinette zum Beispiel. Julian Steckel hat natürlich große Aufmerksamkeit erregt durch seinen Wettbewerbsgewinn vom ARD. Was mich ganz speziell interessiert, ist auch seine große Beschäftigung mit Kammermusik. Und das finde ich für mich, das sind immer ganz interessante Musiker, die sich als Solisten dann auch ganz speziell auf ein Orchester einstellen und Musik machen zusammen. Dass da nicht nur der Solist irgendwie fern ist und dann begleitet man, sondern dass man wirklich was zusammen erarbeitet. Das Dvorak-Konzert in der zweiten Hälfte macht Sinn. Es ist ein sehr langes Werk, natürlich das wichtigste Cello-Konzert des 19. Jahrhunderts. Und es passt wunderbar auch zum Werk von Mamlock. Weil Frau Mamlock, in Berlin geboren, 1928, geflüchtet 1939, wieder zurückkam nach Berlin. Und Dvorak hat das Cello-Konzert 1894 in New York geschrieben und auch er war von Heimweh geplagt. Also da ist, ich fand das eine interessante Gegenüberstellung, obwohl natürlich die Lebensgeschichten so unterschiedlich sind. Aber ich verspreche mir ein wunderbares Konzert mit Julian Steckel.